Hallo zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir ein Gemüse-Reis-Wok-Gericht und dazu benötigen wir Gemüsebrühe, Ingwer, Karotten, Knoblauchzehen, Lauch, Öl, Reis, Salz, Sesamöl, Sojasauce, Wasser und eine Zwiebel. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Die Reissorte könnt ihr frei wählen. Ich habe mich heute für Basmati-Reis entschieden. Den Reis gebe ich zuerst in einen Kochtopf und lasse ihn in Wasser 20 Minuten aufquellen. Ich habe hierfür unseren Gareinsatz verwendet, damit ich den Reis nachher leichter wieder aus dem Wasser rausbekomme. Kann man hervorragend nutzen und schon mal das Gemüse klein zu schneiden. Ich habe mit dem Knoblauch begonnen und anschließend die Karotten geschält und klein geschnitten in unserem Multizerkleinerer. Danach habe ich den Lauch in kleine Ringe geschnitten und den Ingwer in sehr kleine Stückchen gehackt, weil ich finde, es gibt nichts Unangenehmeres, wie beim Essen auf so ein Ingwerstück zu beißen. Und dann kommt auch schon der Wok zum Einsatz. Diesen habe ich mit etwas Sonnenblumenöl befüllt und darin das Gemüse zusammen mit dem Knoblauch angebraten. Natürlich könnt ihr alternativ auch einen Kochtopf, eine Wokpfanne oder eine normale Pfanne verwenden. Ihr solltet dann nur die Menge wahrscheinlich etwas reduzieren, weil so viel normalerweise nicht in eine Pfanne reingeht. Da kommen nun gerade noch die Zwiebelstückchen hinzu. Das Gemüse wird dann etwa 4 bis 5 Minuten angebraten. Dann folgen die Ingwerstückchen und nach 1-2 Minuten wird das Gemüse gesalzen. Im Anschluss daran habe ich den Reis abgegossen und zu dem Gemüse langsam hinzugefügt. Der Reis wird kurz angebraten und anschließend mit der Gemüsebrühe abgelöscht. Diese lassen wir nun etwas einkochen, sodass die Flüssigkeit wieder nach und nach verschwindet. Zum Schluss würzen wir das Reisgericht noch mit Sesamöl und Sojasauce. Wir rühren es noch einmal um und dann ist es auch servierfertig. Ich wünsche euch Bon Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und bis bald. Tschüss!